Wie gestern nach dem Besuch der Sixt-Hauptversammlung bereits angekündigt, bin ich heute in Neutraubling. Neutraubling, Sitz von Krones. Mittlerweile einem SDAX-Unternehmen. Krones ist abgestiegen vom MDAX in den SDAX letztes Jahr. Und es ist ein echter Hidden Champion. Fernab der großen Städte, der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, aber dennoch zu den Weltmarktführern in seiner Branche gehörig. Krones bietet Verpackungsmaschinen an. Gegründet wurde das Unternehmen 1951, damals als Hersteller von Etikettiermaschinen. Und seitdem hat es sich toll entwickelt. Seitdem hat das Produktionsprogramm von Krones wurde deutlich ausgeweitet. Mittlerweile bietet Krones eben Verpackungsmaschinen an, egal ob es sich um PET, um Dosen, um Glas handelt. Es hat alles im Sortiment und Kunden sind natürlich die großen Brauereien, die großen Getränkeabfüller, die Nahrungsmittelhersteller. Und nicht nur diese Maschinen bietet es an, sondern gleichzeitig auch Lagerlogistik, Prozessoptimierung, Intralogistik und Digitalisierung, sogar IT-Dienstleistungen. Also ein Rundum-Sorglos-Paket für diese Kundengruppe. Und da hat es sich einen Namen gemacht. Inhaber von Krones, und daher kommt auch der Name, ist die Firma Kronseder. Aufsichtsratsvorsitzender ist Volker Kronseder. Es ist ein Unternehmen in Familienhand, also ein Familienunternehmen. Viele sagen ja, Familienunternehmen entwickeln sich langfristig sogar besser als Aktiengesellschaften ohne Ankeraktionäre, weil sie eben viel längerfristiger denken können, Entscheidungen längerfristig planen können, auch mal Durststrecken durchstehen können, weil ja der Ankeraktionär, die Familie dahinter steht. Und bei Nicht-Ankeraktionären ist immer die Gefahr, dass nur schnell auf kurzfristige Rendite geschaut wird und damit kurzfristig Entscheidungen getroffen werden. Ich sage nicht, dass das eine besser als das andere ist. Es kommt immer auf das Unternehmen an, auf die Geschäftsführung und wie solide das Unternehmen ist. Ich bewerte Unternehmen immer. Dazu können Sie mein Aktienbewertungsblatt kostenlos über meine Homepage anfordern. Ja, Krones, sagte ich, hat sich toll entwickelt, ist mittlerweile weltweit aufgestellt, ob Afrika, ob Asien, ob Amerika. Krones Maschinen trifft man immer an, aber letztes Jahr hat es einen deutlichen Dämpfer gegeben. Und das ist eben der Nachteil dieses hohen Auslandsanteils. Wenn die Weltwirtschaft stockt, dann wirkt sich das auch auf diese Unternehmen aus. Krones musste die Prognose senken. Und auch für dieses Jahr ist Krones nur verhalten optimistisch. Es hat die Renditeziele weiterhin hinausgestreckt auf die Jahre 2021/22. Und das hat die Anleger natürlich auf dem falschen Fuß erwischt und das hat natürlich viele Aktionäre erbost. Aber wer, wie ich, antizyklischer Substanzinvestor ist, für den könnte Krones durchaus ein Blick wert sein, denn es ist natürlich durch diesen Kursrückschlag deutlich günstiger bewertet als noch vor einigen Jahren. Vorausgesetzt, man glaubt an die weiterhin positive Zukunft von Krones. Und das ist eben die entscheidende Frage. Es ist gut positioniert, aber die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Und es ist abhängig von diesen Großbrauereien. Da hat es ja immer mehr Fusionen gegeben, immer mehr Übernahmen. Und da ist natürlich diese relativ kleine Krones in schwierigen Verhandlungen mit diesen großen, riesigen Brauereien, AB InBev als nur ein Name. Aber Krones ist innovativ, macht seine Hausaufgaben und sieht die Zukunft gut bestellt mit allen Hochs und Tiefs, die da so vorkommen. Also weiterhin Krones, bin schon lange investiert, hat mir über die Jahre immer Freude gemacht. Ausschüttungsquote ist nicht so toll, 25-30% sind angepeilt langfristig. Das ist die Unternehmensstrategie, es schüttet auch nicht langfristig steigend aus, sondern entsprechend der Erträge, weil eben der Inhaber Volker Krones sagt, wir müssen auch schauen, dass die Verschuldung des Unternehmens in Grenzen bleibt. Und da sieht man eben den Gedanken von Familienunternehmen, möglichst unabhängig bleiben, was ja für langfristig orientierte Aktionäre auch nicht das Schlechteste ist, insbesondere dann,
wenn es in der Weltwirtschaft wieder einmal kriselt. Diese Abhängigkeit von den Großbrauereien, von den Großkunden, ist natürlich ein Nachteil. Ein Vorteil ist aber auch, es ist einer von drei Anbietern, die diesen Markt eigentlich beherrschen. Und damit hat es natürlich trotzdem Verhandlungsmacht. Man sieht, es gibt nicht nur Licht, es gibt auch Schatten in jedem Unternehmen. Ich finde es wichtig, dass Sie sich als Aktionär für genau die Unternehmen entscheiden, von denen Sie selbst überzeugt sind. Das ist der große Vorteil, wenn man in einzelne Unternehmen investiert. Man hat eine riesige Auswahl weltweit von Unternehmen. Und wenn es solide Unternehmen sind, langfristig investieren und bei Rückschlägen nachkaufen, das hat mir immer deutlich höhere Renditen gebracht. Ich bin mit meiner Strategie nach wie vor glücklich und ich lebe seit einigen Jahren von den Dividenden. Und das ist natürlich ein tolles Leben. Also, nicht nur aus meiner Sicht immer die großen Big Player im Auge behalten, von denen alle sprechen, sondern auch mal so diese Hidden Champions, die in der Öffentlichkeit eben kaum bekannt sind. Sie sind oft nicht die schlechteste Wahl. Das war's von mir von der Hauptversammlung 2019 von Krones. Ich melde mich ja regelmäßig entweder von Hauptversammlungen oder gebe Tipps über diesen YouTube-Kanal. In der Regel einmal wöchentlich ein Video. Ich freue mich immer, wenn Sie meine Videos anschauen, wenn Sie sie liken, wenn Sie sie weiterverteilen und wenn Sie Kommentare schreiben, denn so können wir mehr Menschen erreichen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Bis zum nächsten Mal.